Zu langsam. Die Müdigkeit. Sie wäscht über uns herüber, aber nicht, wenn wir noch im Auftrag der Liebe unterwegs sind. Dr. Love, eine Viertelstunde wird er Sie noch begleiten und wird Ihnen wertvolle Tipps für Ihr Liebesleben und alles danach und vorher auch geben. Insbesondere, wenn es um Tauben geht, wenn Weihnachtsbäume geklaut werden. Denn auch Julia weiß Bescheid. Heiligabend, da kommt es drauf an. Wir hatten gedacht, Sie wären auf leichte Ziele aus, aber wenn Sie erstmal etwas im Visier haben, scheinen Sie keine Ruhe zu geben, bis Sie es sich unter den Nagel gerissen haben oder kaputt gemacht haben. Ja, die beiden kleinen Kinder. Die kleinen Kinder waren's. Die ganze Stadt ist voller Weihnachtsdekoration. Wir können nicht vorhersehen, wo Sie als nächstes zuschlagen. Ihnen also auch keine Falle stellen. Ah, das will ich so nicht sagen. Mit einem extravaganten Baum an einer unübersehbaren Stelle könnten wir Sie leicht anlocken, meint ihr nicht? Oh, eine Falle, ne? Mutig sind Sie, aber besonders schlau scheinen Sie nicht zu sein. Ich stimme Julia zu. Ich denke, wir sollten es versuchen, Sie zu ködern. Dann ist es also abgemacht und der beste Köder wäre der schönste Baum der Stadt. Richtig, Sakuya? Hm? Der schönste Baum der Stadt, aber der war doch schon, ne? Weißt du etwa einen guten Sakuya? Willst du damit andeuten, wir sollten den Baum der Familie Lebel als Köder benutzen, Kuckucksbrot? Ja, aber klar, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit er in den Baum für den Konferenzraum gesteckt hat, dann hat er garantiert einen herrlichen, dekadenten Baum zu Hause. Natürlich. Er scheint die beste Wahl zu sein. Und du willst ja wohl nicht kaum davonkommen lassen, dass sie deinen anderen Baum abgefackelt haben, oder? Natürlich nicht. Wo steht denn euer Baum, Sakuya? Im großen Salon steht er. Er ist von außen nicht zu sehen. Es würde sehr viel Zeit und Arbeit kosten, ihn nach draußen zu versetzen und neu zu dekorieren. Ich halte das für keine realistische Option. Doch, das machen wir. Dann müssen wir uns auf Zeitungsanzeigen und Mundpropaganda verlassen. Ah, was ist denn da passiert? Das Wort Propaganda ist so propagandiert, dass es aus der Textbox rausspringt. Familie Lebel aus Frankreich stellt den Bürgern von Little Dove Hachiman City ihren herrlichen Weihnachtsbaum vor. Oder so etwas. Ah, wer hat gesagt, dass wir unsere Villa der Öffentlichkeit zugänglich machen? Warum nicht die Gelegenheit nutzen und ein wenig zur Schau stellen, was man hat? Es ist schließlich dein erstes Weihnachten hier. Gleichzeitig ließe sich so der Ruf der Familie Lebel in die Welt tragen. Na komm, Sakuya, mach mal. Zeig es der ganzen Stadt. Lass jeden Schnabel wissen, dass ihr einen extravaganten, dekorierten Baum zu Hause habt. Die Diebe werden davon hören und sie werden kommen, um sie sich ihn anzusehen. Wenn du es baust, dann wird er kommen. So ist es. Und dann schnappen wir sie uns. Also gut, ich werde euch helfen. Ja, cool. Ich bereite alles für eine Ankündigung in der Abendpresse vor. Wie kannst du das denn machen, Julia? So etwas wie heute Abend zeigt Familie Lebel ihren Weihnachtsbaum der Öffentlichkeit. Alle Weihnachtsfans sind willkommen. Dürfte doch passen, oder? Das klingt ja prima. Aber was für eine Art Superschüler bist du, wenn du so einen guten Draht zur örtlichen Presse hast? Ja, genau das frage ich mich auch. Für eine so reizende junge Dame wie dich würde jeder junge Täuberich zum Supertäuberich, mon ami. Ich bin nochmal weg. Adieu. Zum Supertäuberich, ja? Ach, geschwätziger Bastard. Julia legt den Köder für uns aus, also sollten wir einen Plan ausarbeiten, wie wir die Diebe in eurem Haus fangen wollen, Sakuya? Achso, sollen wir das? Ah, vernünftiger Vorschlag. Dann planen wir unsere Strategie nach der Schule. Mensch. Es ist erst Mittag, aber der Wind ist kalt. Wenigstens ist es heute halbwegs Tag. Okay, was? Halbwegs Tag? Wenn es schon Abend wäre, würde man hier drin erfrieren. Warum halten wir das Treffen hier ab, Sakuya? Liegt das nicht auf der Hand? Weil das mein Bereich ist. Achso, ich dachte, weil sie am Tatort sind und deswegen dann auf jeden Fall die Ruhe haben von den anderen Leuten. Dein beraubter Bereich? Abschaum! Du verspottest mich? Beraubt kommt in keinem Wortschatz eines Lebellen nicht vor. Ist doch egal, machen wir jetzt endlich unseren Plan. Komm. Zackidi-zack. Sakuya ist unerwartet gut darin, vom Thema abzulenken. Hier haben sie Sprengstoff benutzt. Was meint ihr? Wie gehen sie die Villa an? Sie können so tun, als seien sie normale Gäste und einfach durch den Vordereingang kommen. Okay? Könnten sie, ja. Aber ihr Ziel ist der Baum. Selbst wenn sie also reinkommen? Ja, sie können den Baum nicht einfach mitnehmen. Julias Foto hat gezeigt, dass sie ziemlich klein sind. Den Baum können sie unmöglich dazu zweit herausschaffen.
Würde ich auch sagen. Obwohl, die sind schon kräftig. Die sind schon kräftig, diese Bohrer. Wie konnten sie ihn denn sonst da rausbringen? Wie können sie das machen? Ich denke, dazu brauchen sie schweres Gerät. Okay. Also meinst du, die rücken im LKW an oder so? Seit wann können denn Vögel einen LKW fahren? Jedes verdächtige Fahrzeug, das sich der Villa nähert, wird sofort neutralisiert. What the fuck? Also brauchen wir Wachen, die in allen Richtungen nach irgendwelchen Lastwagen oder Krähen Ausschau halten. Was heißt denn hier neutralisiert? Die Villa wird um 7 Uhr geöffnet. Sollten wir heute Abend auch dort sein? Zur Nachtparty, ja. Ja, natürlich. Das sollte dazu beitragen, dass die Sache optimal verläuft. Dann sehe ich euch beide dort. Macht's gut, ihr Trottel. Wir müssen die Bande noch vor dem Weihnachtsfest stellen, ey. Alles jetzt voller Bande, ey. Bande, Bande, Bande die ganze Zeit. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ehe ich zu Sakuyas Haus muss. Die Zeit reicht aber nicht, um selbst nach Hause zu gehen. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht sollte ich mir in der Stadt eine Art Waffe besorgen. What? Hatte Ankel nicht erwähnt? Ankel? In einem der alten Läden in der Stadt bekäme man jetzt Excalibur? Da sollte ich mal hin. Ha? Was, Excalibur? Ah! Nein! Nein, nein, geh weg! Aus dem Chemiesaal kommt eine vertraute Gestalt. Der Doktor. Ah, das ist ja Fräulein Schmatke. Die Schule ist doch aus für heute, nicht? Was haben Sie denn hier zu suchen? Ich wollte gerade nach Hause. Und was ist mit Ihnen? Sieht so aus, als versuche er, ein großes Gestell mit Reagenzgläsern zu verstecken, das er dabei hat. Ich habe ein paar Tests gemacht, um einige Dinge zu bestätigen. Wenn ich dran denke, dass ich erst jetzt Zugang zu diesen Proben erhalte, das ist einfach unvernünftig. Er macht einen wahrhaftig unzufriedenen Eindruck. Okay. Hat er sich jemals so offensichtlich emotional gezeigt? Vielleicht sind die Tests ja daneben gegangen. Naja, ich weiß zwar nicht, was los ist, aber nur Mut, Doktor. Ich bin mir sicher, es wird sich alles so gut werden. Lauf, lauf, Waltraud, er ist ein Mörder. Er wird dich umbringen. Zum Guten? Das ist ja das Letzte, was ich brauchen kann. Alter, der hat voll Dreck am Stecken. Und mit dieser ungehobelten Antwort trollt er sich in Richtung Krankenstation. Ich wünschte, ich könnte ihm etwas von meiner Fröhlichkeit sagen. Nein, das Einzige, was du abgeben wirst, ist dein Leben. Bleib weg von ihm, Waltraud. Ich habe so viel davon, dass ich mich drin wälzen könnte. Sagen Sie mal, Freund... Alter, er ist wieder zurückgekommen. Sagen Sie mal, Fräulein Schmatke. Ja, Doktor? Er bleibt stehen und wendet sich um. Haben Sie irgendwelche Nahrungsmittelallergien? Wenn ich Sie nachher in den Futtertrog sperre. Allergien? Wie gegen Erdnüsse oder Fisch? Gegen Sojabohnen zum Beispiel. Nein, habe ich nicht. Glaube ich jedenfalls. Tatsächlich? Was sollte das denn jetzt? Huh? Er entfernt sich mit einem selbstzufriedenen Ausdruck im Gesicht. Sie müssen schon erklären, weshalb Sie fragen, Doktor. Wenn Sie einfach weglaufen und so zufrieden reinblinken, wird man Sie melden. Ja, genau, melde ihn! Melde den Sperber. Den Fettvogel. Zackedi-zack. Sakuyas Weihnachtsbaum wird in wenigen Minuten der Öffentlichkeit gezeigt. Dienstvögel flattern emsig durch die Villa. In der Mitte des großen Salons... Oh, wie schön der ist! Das muss der Baum sein. Wie gigantisch er aussieht. Sogar in einem so großen Saal. Den einfach wegzuschleppen wäre gewiss nicht so leicht. Draußen scheinen sich ziemlich viele Leute gefunden zu haben. Sogar eingefunden. Anscheinend haben sich Sicherheitsleute in Zivil unter die Wartenden gemischt. Im Gebäude selbst befindet sich natürlich ebenfalls eine große Anzahl von Sicherheitsleuten. Ach, guck mal, da ist er ja. Der Möwenwachtmann. Vor Furcht und Schrecken in der Nacht schützt die treue Möwenwacht. Alter. Alter, Alter, Alter. Ah, die Möwenwacht. Streng, wo es nötig ist. Dein Haus ist ja riesig, Sakuya. Ist das nicht schrecklich lästig zu putzen? Die Leute putzen das für Sakuya, ja? Ich kann deine Frage nicht nachvollziehen. Weshalb sollte ich mir über so etwas Gedanken machen? Wo ich doch Personal habe. Hey, diese Musik auch. Bis vor kurzem wusstest du ja nicht einmal, wie man einen Mob benutzt. Solcher Unsinn ist etwas für Bürgerliche. Nicht für mich. Ein Adeliger wie ich hat mit sowas nichts zu schaffen. Ah, wie schade. Du hättest alle Anlagen zum genialen Domestiken, Sakuya. Also Einheimischen, sozusagen. Stimmt. Du warst beim Schuljahresabschlussputz eine viel größere Hilfe, als wir alle gedacht hätten. Ach was. Guck mal, seine proletarischen Wurzeln kommen da ein bisschen raus.
Sakuya wirkt beunruhigt, zweifellos weiß er nicht, ob er das als Lob oder als Beleidigung deuten soll. Wie dem auch sei, nun habe ich Bettlern und Plebejern einen Blick auf meinen prächtigen Weihnachtsbaum gewährt. Seid ihr sicher, dass die Diebe auftauchen werden? Seid ihr sicher? Ich denke, das hängt ganz von ihnen ab. Yuya hat die Sache gut publik gemacht. Ich glaube, wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie Bescheid wissen. Ich habe im ganzen Gebiet Leibwächter der Familie Lebel abgestellt. Sobald die Diebe eintreffen, wird man sie innerhalb von 2 Sekunden ergreifen. Und da kommt der Butler. Herr Sakuya. Was ist, Albert? Guck mal, wie dunkel der ist. Es ist ein Brief gekommen, Herr. Hier ist der Herr. Was steht denn da drin? Was steht denn da, Sakuya? Die haben Nerven. Das ist ein Brief, der ihren schändlichen Willen kundtut. Schreiben Sie, dass Sie kommen? Darf ich mal sehen? Komm, das wollen wir uns noch angucken. Sakuya gibt Ryota den Brief. Da steht... Und was steht da drauf? Wir wollen den großen Baum... Ich habe Baum nicht richtig lesen können. Wir wollen den großen Baum! Frohe Weihnachten! Mensch. Wir wollen den frohen Baum, den großen Baum. Und frohe Weihnachten. Leider sind wir auch schon am Ende angelangt. Unser Spiele-Session mit Dr. Love und mit Heartful Boyfriend Holiday Star. Dieses Game ist momentan auf Steam erhältlich. Für ein Apple und ein Ei, so viel kostet es nicht. Es soll nicht allzu lange Spielzeit haben, aber man wird verschiedene Wege spielen können. Es soll auch auf PS4 und ich glaube sogar auf Vita erscheinen. Falls ihr es haben wollt, probiert es aus, schaut es euch an. Wenn ihr wollt, dass wir es beenden, ich denke mal, eine weitere Session würde wahrscheinlich reichen, dann gebt dem Kund... Twitter, Facebook, Reddit, wie auch immer. Ansonsten aber, finde ich, haben wir auch einen schönen Ausstiegspunkt gefunden, denn einen besseren Cliffhanger als den gibt es nicht. Wir wollen den großen Baum. Fröhliche Weihnachten. Ihr Dr. Love bedankt sich fürs Zuschauen und sagt, Galinichta. Bis dann.